Trotz Pandemie kommen mehr als 100 Staats- und Regierungschefs aus aller Welt in New York zum jährlichen Treffen bei den Vereinten Nationen zusammen. Am Vorabend der Generalversammlung traf US-Präsident Joe Biden auf Generalsekretär Antonio Guterres. Washington hofft, sowohl alte Allianzen wiederzubeleben als auch neue zu schmieden, um eine ganze Reihe von Krisen anzugehen. Der UN-Generalsekretär sieht den Klimawandel ganz oben auf der Tagesordnung. Die Welt befinde sich an einem entscheidenden Moment. Die momentanen Zusagen der Mitgliedstaaten führen die Welt auf einen katastrophalen Weg mit einer Erwärmung um 2,7 Grad, anstatt zur Obergrenze von 1,5 Grad, auf die wir uns alle geeinigt haben. Und die Wissenschaft sagt uns klar, alles über 1,5 Grad ist eine Katastrophe. Die überraschend schnelle Machtübernahme durch die Taliban in Afghanistan hat die Welt ratlos zurückgelassen. Offen sind das politische Verhältnis, aber auch, wie angesichts einer drohenden humanitären Katastrophe geholfen werden kann. Ein gemeinsames Vorgehen der Weltgemeinschaft dürfte schwierig werden, zumal China, Russland oder Pakistan eigene Interessen verfolgen. Weitere Themen sind der gerechte Zugang zu Impfstoffen für die Entwicklungsländer und die Ankurbelung der globalen wirtschaftlichen Erholung nach der Pandemie. Angela Merkel wird nicht nach New York kommen. Die Covid-19-Pandemie hat uns auch bei den VN-Nachhaltigkeitszielen zurückgeworfen. Umso entscheidender ist, dass wir jetzt konsequent handeln. Diese globale Krise birgt auch die Chance, unser Leben und Wirtschaften nachhaltiger zu gestalten. Ohne Zweifel haben die Staats- und Regierungschefs, die an der 76. UN-Generalversammlung teilnehmen, in den nächsten Tagen einiges zu besprechen.